Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schokibanoki aus den Studios von Radio Rheinwelle 92,5 in Wiesbaden. Am Mikrofon ist der Christian und der... Sascha, ja, du, das ist immer geil, wenn du so Luft holst. Am Mikrofon ist der Christian. Ja, das macht die Sache so dramatisch. Und warum redest du jetzt so dümmlich? Weil du so dümmlich geredet hast. Nein, das stimmt nicht. Du hast angefangen. Und deswegen möchte ich deinen Kopf mit vielem unnützen Wissen füttern. Dass du vielleicht demnächst mal... Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, ja. Ich habe unnützes Wissen mitgebracht. Damit kannst du auf jeder Party glänzen. Gerade wenn man mal Frauen anspricht. Das machst du ja öfter mal. Nein. Und wenn du jetzt zum Beispiel neben einer wohlriechenden Dame stehst auf so einer Party, ne, die hat ein aufregendes Parfum, ne? Und dann kannst du immer sagen, hey, Schätzchen, wusstest du eigentlich, dass Eau de Cologne ursprünglich ein Mittel gegen die Pest war? Das wusste ich schon. Ach ja, komm, das kannst du... Ja, das wusste ich schon. Ach komm. Aber... Ja. Ist das ein Kompliment? Ist das ein Kompliment, wenn man sagt, dein Parfum war mal... Mittel gegen die Pest. Mittel gegen die Pest. Jetzt, wo du es sagst, nee, mach das nicht, Sascha. Blöd, ne? Wenn du sie loswerden willst, dann geht das, aber... Ja. So nee, blöd. Ich hab's dir nochmal durch den Kopf gehen lassen, lass mal lieber. Ja, ja. Heißt das eigentlich Eau de Cologne? Wie denn sonst? Eau de Cologne? Eau de Cologne? Heißt das Eau de Cologne oder Eau de Cologne? Cologne. Cologne. Du warst doch letztens in Frankreich im Urlaub, das weißt du echt nicht. Was hat das denn mit Frankreich Urlaub zu tun, ja, Kollege? Ja, wenn man da hinfährt, hört man ja die Sprachen, da weißt du, wie es ausgesprochen wird. Ha, das habe ich nicht. Ja, weiter, ohne zu wissen, genau. Genau, super, klasse. Ein ja. Ganz wichtiger Fall, pass auf. Ich passe. Passe, ja. Von 1922 bis 1934 gab es viermal Olympische Spiele nur für Frauen. Richtig! Ja, wenn du so sagst, ist klar, für Frauen. Okay, war zu offensichtlich, weil, oder? Ja, von 1922 bis 1934 war Krieg oder irgend sowas, habe ich gedacht. Naja, und da waren keine Männer verfügbar und dann... Stimmt, war zu offensichtlich. Okay. Also, vielleicht ist dein Hirn auch einfach mit bereits unnützem Wissen gefüllt. Nee, okay, pass auf. Also dann machen wir was anderes. Pass auf, du bekommst ja auch viel rum in der Welt, ne? Als nicht der Radio-Rock'n'Roll-Star, sondern auch als Autoren-Rockstar, ja? Verlags-Rockstar, ja? Kommst du ja rum. Logisch. Wenn du mal nach Afrika kommen solltest, kannst du ja mal auch erzählen. Hier, hört mal zu. In Somalia gibt es mehr Ziegen als Einwohner. Was? Mehr Ziegen als Einwohner? Ja. Ist das nicht irgendwie auch noch mit Neuseeland mehr Schafe als Einwohner? Das ist jetzt hier nicht festgehalten, ja. Ich glaube, das ist auch in Neuseeland so. Okay, okay. Oder irgendwo, ja, wo ist denn das? Ja, auf jeden Fall kannst du... Gibraltar hat bestimmt mehr Affen als Einwohner oder so. Bestimmt, ja, an dem Affenfelsen, ja. Aber echt, mehr Ziegen ist natürlich auch... Das ist nicht schlecht, oder? Ja. Machen die Ziegenkäse gerne? Das ist hier jetzt auch nicht überliefert, Sascha. Ach Christian, du tust doch auch überhaupt nicht recherchieren. Du nimmst da irgendwo was auf und kommt nicht mehr raus. Ungeprüft gebe ich das weiter, ja. Das ist das Tolle. Gibt's doch gar nicht. Was bist du für ein schlechter Journalist? Also, okay, dann probieren wir nochmal was anderes, Sascha. Ja, sag. Die Löcher im Schweizer Käse nennt man... da wird's still. Warte mal. Ja? Die Löcher im Schweizer Käse, wie nennt man die? Die nennt man... Geruchsbezirke. Geschmacks. Die Löcher. Ja, die Löcher. Mit den Käse außenrum, sondern die Löcher sind. Intensive Blasen. Geschmacksblasen. Nee, ist auch gar nicht nah dran. Die nennt man nämlich Augen. Ach. Augen? Augen. Hm? Die Löcher im Schweizer Käse nennt man Augen. Wie gesagt, ist auch, wenn du mal in die Schweiz kommst, kannst du da auch mit glänzen. Ja. Kommst du in die Schweiz? Nee, so weit komme ich nicht. Ja, das ist okay. Ich war noch nie aus Offenbach draußen. Nee. Ich esse halt gern beim Schweiz. Singen. Schweiz geht nicht. Nee, so okay. Sascha, wie viele Bundesländer hat Deutschland? Warte mal. Wie viele hatten das? Oh mein Gott. 17. Oder? Recherchiere nochmal. Auf jeden Fall gab es ein Bundesland. Hä?
das mal an Olympischen Spielen 1952 selbstständig teilgenommen hat? Bayern, wenn schon. Nee, Saarland. Richtig. Wann? Richtig, 1952. Ja, Saarland. Genau. Hat wie viel Saarland gibt's denn? Sag mal. Ja. Wie viel gibt's denn? 17, oder? 15. 15? Wollen wir uns jetzt hier richtig peinlich machen und live in der Sendung aufzählen und nicht alle zusammenbekommen? Doch, erzähl mal auf. Also, Schleswig-Holstein, ja? Ja. Hamburg. Nordrhein-Westfalen. Niedersachsen. Hessen. Rheinland-Pfalz. Saarland. Rheinland-Pfalz, genau. Baden-Württemberg, Bayern. Thüringen. Damit hätten wir die westlichen, genau. Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin. Hast du mitgezählt? 14 war ich jetzt. Oh, und was noch? Ja, jetzt haben wir. Es kommt davon, weil wir durcheinander babbeln. Hast du MacPom? Bremen. Bremen fehlt noch. Hast du MacPom? Das bin ich bei 15. MacPom hatte ich schon. 15? Ja. Du verwirrst mich. Ja, das kommt daher, weil wir vor der Sendung wusste ich's noch gleichzeitig gesprochen haben. Warte. Aber falls wir ein Bundesland vergessen haben, können natürlich die Zuschauer unseres YouTube-Kanals unten in die Comments, ja, hier, ich zeig das mal, unterhalb dieses Videos, das noch fehlende Bundesland eintragen, wenn wir eines vergessen haben. Oder sagen, ihr seid so geil, ihr habt alle zusammengekriegt. Das kann man natürlich auch sagen, ja. Ja, genau. Gut. Okay, hast du noch ohne zu wissen, oder? Ich hätte noch was, ja. Ja, sag mal. Es geht jetzt ums Weltall. Ja? Ach du Scheiße. Neben den 879 aktiven Satelliten kreisen noch etwa 10.000 Teile Weltraumschrott im Orbit. 10.000 Teile? Ja, Teile Weltraumschrott. Diese Teile können bestehen aus alten Satelliten, Raketenteilen oder Forschungsinstrumenten. Und die kreisen so um unseren Planeten. Genau. Es wird jetzt, kannst du dir natürlich vorstellen, wenn man mal irgendwie mal eine Rakete wieder hochschießen will, musst du nicht nur auf die 879 Satelliten achten, dass du nicht dagegen krachst, sondern auch noch auf die 10.000 anderen Teile, die da rumfliegen. Gibt es denn eigentlich schon irgendwie so eine Exit-Strategie? Mir hat man die jetzt noch nicht mitgeteilt, ja. Ich hoffe, dass es eine gibt. Weil irgendwann ist ja voll da oben. Das denke ich, ja. Wollen die Dinger dann abschießen, irgendwie einsammeln mit Netz irgendwie oder so, was weiß ich? So wie bei Spaceballs mit diesem riesen Staubsauger. Die Weltraumputze. Genau. Ja. Ja, Sashi, das war's schon wieder. Das war dein unseres Wissen heute. Ja. Hat mich gefreut. Perfekt und Anerkennung. Du hast schon wieder viel gelernt. Bis auf die Bundesländer fand ich alles toll. Ja. Dann sag ich mal einfach, bis zum nächsten Mal. Cheerio. Tschüss.